Dass Fische durch eine Ernährung mit hochwertigem Futter profitieren, ist klar. Bei vielen Arten reicht Trockenfutter in verschiedenen Varianten aus, um die Tiere gesund zu ernähren. Allerdings verliert das Futter nach dem Öffnen schnell einen großen Teil der beinhalteten Vitamine. Wer also nicht mit Lebendfutter oder auch Gemüse füttert, sollte für eine Zugabe von Vitaminen sorgen. Es gibt dafür spezielle Präparate in Tropfenform, sozusagen Nahrungsergänzungsmittel für Zierfische. Sie sorgen dafür, dass vor allem Fische, die ausschließlich mit Trockenfutter ernährt werden, mit ausreichend Vitaminen versorgt werden. Dadurch bleiben sie nicht nur gesünder, sondern sind auch attraktiver. Die Farben der Fische strahlen nämlich deutlich intensiver, wenn sie regelmäßig mit Vitaminen versorgt werden. Die Anwendung ist unkompliziert. Flockenfutter kann zum Beispiel mit einem Löffel oder einer Gewürzschaufel aus dem Behälter entnommen werden, um dann mit ein paar Tropfen des Vitaminpräparats ergänzt zu werden. Die Flocken saugen die Flüssigkeit sofort an und sind nun bereit, verfüttert zu werden. Ich gebe nicht die gesamte Futtermenge gleichzeitig ins Becken, sondern in mehreren kleinen Dosen. So sinkt weniger Futter auf den Boden ab und die Fische können es von der Oberfläche und den mittleren Wasserschichten aufnehmen. Auch sehr gut geeignet, um die Vitamintropfen aufzunehmen, sind Tubifex-Würfel. Wenn man sie leicht zusammendrückt, während man sie beträufelt, saugen sie die Flüssigkeit gut an. Der so mit Vitaminen angereicherte Würfel wird nun einfach ins Becken gegeben. Es ist auch möglich, die Tropfen direkt ins Wasser zu geben. Hier wird allerdings empfohlen, die Beleuchtung abzuschalten, da viele Vitamine durch Lichteinwirkung zerstört werden und ihre Wirkung verlieren. Ich ziehe die Verabreichung über das Futter vor, da es schnell und einfach zu erledigen ist und die Vitamine von den Fischen direkt aufgenommen werden. Die Ergänzung von Trockenfutter mit Vitaminpräparaten ist empfehlenswert und hilft dabei, die Tiere dauerhaft gesund zu halten. Alternativ sollte regelmäßig mit Lebendfutter oder auch frischer pflanzlicher Nahrung gefüttert werden, um Mangelerscheinungen vorzubeugen.